Wir hatten früh gegen 11 Uhr hatten wir schon mal Fliegeralarm. Es hat ja wenn ein Aufklärer gekommen ist oder Einzelflugzeuge, also Jagdbomber, da hat es Voralarm gegeben. Das hat so dreimal langgezogene Ton, aber dreimal abgesetzt. Und beim Hauptalarm, das ist dann der richtige Heulton auf und ab gegangen, wie beim Feueralarm so ähnliches. Und da war es schon mittags um 11 Uhr schon einmal. Da hatten sie da, das habe ich aber nachträglich in Leipzig gesehen, hatten sie Leipzig angegriffen. Das ist ja so gewesen, bei da sind die Amerikaner gekommen und nachts die Engländer. Ja. Und da sind wir an dem 27., weil da früh Alarm war um 11 Uhr, sind wir um 20 vor, also nach der 4 abends, nach 16 Uhr, ja, sind wir nicht in den Luftschutzkeller gegangen, weil wir der Meinung waren, die Bomber wären auf dem Rückflug. Und auf einmal hat dann die Flak angefangen zu schießen und dann sind wir noch schnell in den Luftschutzkeller gerannt. Ne. Das haben wir gerade noch geschafft. Da ist schon, wie wir die Kellertreppe runter sind, ist schon der erste Bombenteppich runtergegangen. Und da sind wir schon die Kellertreppe runtergeflogen vom Luftdruck. Ne. Dann haben sie aber noch in den Keller geschafft. Ne. Und in Mainz-Weißen, das war nicht ganz so schlimm. In der Nachbarschaft war alles abgebrannt. Das Haus bei uns war nicht. Da war so eine, Sie haben vielleicht jetzt gehört, ist in Koblenz die Luftmine, die Minenbombe. So eine Minenbombe war ungefähr 40 Meter vor unserem Haus runtergegangen. Und das war damals ein System von den Engländern. Die haben die Minenbomben geworfen und die haben kein großes Loch gemacht, aber die haben einen unheimlichen Luftdruck gehabt. Und nach dem Luftdruck ist der Sog gekommen wieder, weil es musste ja wieder aufgefüllt werden. Und da sind die ganzen Fenster und die Dachziegel runter und hinten noch haben die Brandbomben geworfen. Und das sind dann die ganzen Häuser, es war dann Durchzug, dann sind dadurch die Häuser abgebrannt. Ne? Und bei uns, das war nicht so schlimm, weil das war früher eine Brauerei, wo wir gewohnt haben. Da waren also 1,20 Meter dicke Wände und Betondecken. Und da hat es nur die Dachziegel abgedeckt und die Türen und die Fenster rausgerissen. War an sich, so hat das Haus noch gestanden.